lieber Angler und Anglerin. Heute besucht uns Jürgen Friesenhahn, Mastercaster and Truck Tractor der Firma G. Loomis in Deutschland. Er besucht heute Kalle. Wir haben schon viele Veranstaltungen zusammen gemacht und wir treffen uns heute Abend. Gibt mir Paratschläge. Wir wollen ein bisschen fachsimpeln über die Fischerei. Ich bin zwar jetzt schon 10 Tage hier, aber jetzt hat es endlich geklappt am vorletzten Tag. Morgen fahre ich wieder, aber trotzdem genau. Sind wir zusammengekommen. Schusskorb, 27 Meter draußen plus 3,5 Meter Polyleader vorne vor, sind knapp 30 Meter mit einem Wurf eben mal aus dem Handgelenk geworfen. Ein Wurf, fast perfekt. Fast. War perfekt. Ja, wie gesagt, das ist halt eine Sache, die oftmals falsch gemacht wird. Das heißt, da wird viel zu viel Energie eingesetzt, indem es nur vom Wasser gerissen wird. Und es geht einfach darum, hinten ist eine saubere Schlaufe zu formen. Und dann hat man so viel Energie, ist quasi das schwächste Glied in der Kette. Und wenn das Glied stark ist, und dann läuft das von ganz alleine. Das hat man schon gehört. Genau, hör nochmal. Wie es peitscht hier. Gehört? Eine Sache noch, und zwar geht es um den sogenannten Counterflex. Der Counterflex ist folgendes: Wenn wir die Schnur werfen, ist die Rute ja gebogen mit geladen, dann komme ich nach vorne, stoppe die Rute, dann bildet sich die Schlaufe hier oben drüber, aber die Rute bleibt dann nicht so stehen nach dem Stop, sondern sie geht in den sogenannten Counterflex und stellt dann zurück die ganze Geschichte. Und diese Phase hier, dieses Zurückstellen, kann man sehr gut kontrollieren, wie fest man diese Route in der Hand hält nach dem Stop. Das zeige ich ganz einfach mal. Stellt euch mal Folgendes vor, jeder kennt dieses Beispiel mit dem Plastiklineal auf der Schulbank. Das heißt also, dass man das Plastiklineal auf der Schulbank hat und macht frrr, frrr, frrr. Genau das passiert auch mit der Routenspitze. Das heißt also, wenn ich werfe, habe ich diese Route nicht fest in der Hand, weil sonst macht meine untere Schnur die Schnur kurz festhalten und dann wieder gehen lassen. Achtung, das heißt, die Bewegung ist quasi Stop gehen lassen. Und ich fange diesen Counterflex auf, sodass diese Route kaum noch nachwirkt. Seht ihr das? Das heißt, die steht dann zum Schluss. Das heißt, ich fange diesen Counterflex auf. Und das hat dann zur Folge, dass tatsächlich die untere Schnur lediglich einen kleinen Dip hat und ansonsten kerzengerade gezogen ist. Korrekt, genau. Versuch mal, genau, dass es so wenig wie möglich wackelt. Versuch ihn aufzufangen zum Schluss. Auffangen. Merkst du das? Dass immer noch dottert? Jetzt. Manchmal hast du es hin. Du kriegst es hin, gell? Ja, aber nicht gut. Genau, ich kann das noch nicht kontrollieren. Ist sehr gut, aber es ist eine sehr gute Übung. Ja. Das heißt also, das ohne Schnur zu üben und das Auffangen des Counterflexes. Suboptimal gemacht wird, die sagen falsch, ist das Folgende, dass diese Keule viel zu schnell vom Wasser gerissen wird. Hier langsam, um dann schießen zu lassen. Das heißt, dann reicht meistens sogar ein Rückwurf, das heißt eine sauber aufgenommene Schnur, also nicht aufnehmen und die ganze Zeit wedel wedel, sondern ich nehme die auf. Ein sauberer Rückwurf und weg.
und Feierabend. Ich habe heute wieder sehr viel gelernt von Jürgen. Was mich wieder beeindruckt hat, war, dass also Jürgen einfach eine Route nimmt und kann sie sofort werfen. Beeindruckend, das hat er nicht zum ersten Mal gezeigt. Das hat er schon öfter gezeigt bei den Veranstaltungen. Es hat Spaß gemacht, wieder mit dir hier zu sein. Aber was du das nächste Mal wirklich machen musst, irgendwie die Ostsee besser besetzen. Wir haben wieder nichts gefangen. Gib mal ein bisschen was aus hier, damit, damit wir richtig besetzt wird hier. Du hast ja deine 10 Euro bezahlt, also genau. Du wirst auch für die 10 Euro Fisch haben. Genau. Das finde ich in Ordnung. Ich werde dafür sorgen. Schlechter Besatz in der Ostsee. Genau. Wir haben heute gefischt mit G-Loomis. Genau. Daumen hoch, abonniert unseren Kanal. Vielen Dank.